Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, ja, wir brauchen mehr Zäune, wir brauchen noch mehr Zäune. Es müsste einfach mehr Zäune werden. So, wie kommen wir an mehr Zäune? Wir brauchen noch einen Ofen, wir brauchen noch... So, Ofen könnten wir theoretisch ja bauen, habe ich mir gedacht. Wäre vielleicht eine feine Angelegenheit, wenn wir den da herstellen. So, platzierbar, sonstiges... Wir brauchen ihn ohnehin für später auch, wenn wir dann die... Wieso will er da nicht? Manchmal will er nicht. Da will er schon. Okay, wir stellen ihn mal da her und dann schieben wir nach hinten. Hehe. So, Eisenbahn 10, das tut weh. Aber 50 von den Ziegeln haben wir. So, dann nehmen wir einfach die 10, 20... 30, 40 und 50. Die ballern wir da rein, wie es nur geht. So. Yeah. So, alle 50. Alle drei zusammen. So, und sind drin. Super. Jetzt nehmen wir den da. Packen ihn mal, ja, keine Ahnung, da hier. So, zünden ihn an, damit er leuchtet. Ich mag das, wenn der Widerschein da so ist. So, und jetzt brauchen wir Eisenbahn. Tja, ja, wer braucht keine Eisenbahn? So, um 9 Euro geht's doch. So, da kommt die Eisenbahn. Also, noch nicht. Jetzt mal Bröckchen. So, und da ist nichts. Da ist nichts, das kommt dann die Schmelzung. Von den Bröckchen, die wir gesammelt haben, das sollte dann 10 ergeben. So, da haben wir auf jeden Fall mal 1, 2, 3, 4, 5. Da sind keine drin. Super. Die packt man da rein. Wir brauchen nur noch 5. Die kriegen wir hin. Nämlich nicht mal so schwer. So, wir sammeln Restmüll. Weil ich gerne in der Kupfermine auch nachfüllen würde. So, 1, 2 passt. Dann essen wir mal das da auf. Füllen. Wir haben kein Wasser mehr. Na gut, dann müssen wir essen. Essen fürs Wasser. So. Fleisch von den guten Fröschen. Ich glaube, es war Froschfleisch. Froschfleisch. Nicht Frischfleisch, Froschfleisch. So, da ist nichts. Da können wir die Samen ablegen. So, super. Da geht er ja. Der Feind. Der Feind. Ich möchte einen Test mit dir machen, mein lieber Feind. So. Ja, ja. Schlag doch dagegen. Komm, schlag dagegen. So. Okay, er hat ein bisschen Damage gemacht, aber wir haben nur einmal auf ihn hingestochen. Das heißt, er macht sich selber auch Damage. Ich wollte nur testen, wie viel. Und es war gut. Es war gut. So, jetzt haben wir deine defekten Zaun stehen. Super. Oh, Moment. Der schlägt durch. Der hat durchgeschlagen. Der hat 1, 2, 3 hat der... Oh, der hat 3 durchgeschlagen. Okay, das ist interessant. Das ist überaus interessant. Faszinierend. Okay, dann müssen wir uns was überlegen. Das heißt, ich dachte nämlich, wenn man 2 Zäune hintereinander stellt, ist man sicher so leicht versetzt und so weiter. Aber nachdem der sogar ein normaler Wemby, das war ja nicht mal der Miniboss. Miniboss. Wenn der sogar durch mehrere durchschlagen kann. Schrecklich. Wo ist meine Reparatur? Werkzeug. So. Jetzt habe ich wieder den Bogen aufgenommen. Das wollte ich gar nicht. Und er hier. So, dann reparieren wir das mal. Ich meine, die Reparatur ist ja günstig, aber sie schlagen durch mehrere Zäune hindurch. Deswegen habe ich es nämlich auch so aufgestellt, so direkt nacheinander. Einfach um es zu testen. Ah. Ah. Ups.
Und da hinten? Super. Du kommst mit. So, wir haben einiges dabei. Biomüll wollten wir sammeln. Die sind wieder fresh. Yeah. So, da kommt das. Da kommt das. Da kommt das. Es regnet. Yeah. So, die sind durch. Super. Alle raus. Jetzt machen wir die ausreichenden für den nächsten Ofen. So, alle raus. Ausreichende für den nächsten Ofen. Super. So, die Steinchen da reinchen. Was natürlich da jetzt dann der Effekt ist, wir haben dann drei Öfen. Tolle Sache, super. Aber, und da kommt es dann zum Problem, wir produzieren gar nicht so viel Steine. Naja. So, was brauchen wir mit? Wir brauchen Bretter, wir brauchen Nägel. Bretternägel. Weil wir gehen da mal rein. Das brennt doch immer. So, ich würde sagen, hier der Eingang. Das da. Bam. So, da platzieren wir meine Konstruktion. Wand mit Tür, bitte. So, zwei Holzscheite, zwei Brettchen. Haben wir die mit? Ja. So, da können wir dann später auch eine Tür einrichten. Ja, der steht fest im Weg. So, den werden wir nämlich woanders platzieren, wie wär's. Da hätte ich ihn gern, da ist aber wieder eine Lampe im Weg. Die Lampe könnte man da herstellen, dann könnte man den da herstellen. Und wären vielleicht sogar glücklich. Yeah. So, da springen wir dann rein, wenn es soweit ist natürlich. Da brauchen wir noch eine Tür. Später, ihr wisst, wird ein Glasturm und so weiter. Das, ja. So. Jetzt habe ich etwas zu viele Brettchen mitgenommen. Ja, ist aber so. So. Ups. Ja, das müssen wir wieder korrigieren. So, dann rauf mit uns. Bam. Die Tür. Bam. So, wir machen platzierbar Lager. Wir brauchen Eisenbahn. Die Eisenbahn, die Eisenbahn. So, das drehen wir natürlich so. Möglichst ist das jetzt gerade. Ja. So, Eisenbahn, Eisenbahn. Dann da brauchen wir Eisenbahn. So, da kommen mal drei. Yeah. Och komm. Wieso kommt der Ticket immer von da hinten? Digga. Digga. Ach komm jetzt aber. Nicht auf mich. Bin ich gar nicht. Ja, jetzt macht uns die Zäune kaputt wieder. Hui. Du bist dann. Oh, wie gemein. Aber er hat uns Nägel gebracht. Das ist natürlich eine feine Sache. Ja, man kann sich alles schön reden. Da hat er was hingemacht. Das ist schon wieder kaputt. Da sind alle weg. Öl! Hier. Also gut, die Zukunft dieser Art ist, ja, das kann nicht der Zaun der Zukunft sein. Der Zaun der Zeit. Der Zukunft. So. Pfeile. Bam. Öl, ja. Nägel darunter. Machen wir den hier.
So, dann mal rauf wieder mit uns. Ich weiß, ist im Moment etwas viel rumlaufen, aber muss am Anfang sein. So, dann mal da noch Nägel rein. Super. Wie können wir das möglichst schnell da hinten zumachen? So, was wir da drauf brauchen. Platzierbar, Lager. Als nächstes kommt Kupfer. So, das Kupfer gerade hier. Da, eins, dann zwei. Nee, die Maus. Drei, super. Dann platzierbar Lager. Nach dem Kupfer kommt das gute Alu. Dann stehen wir da fürs Fenster. Ja, warum auch nicht? So. Die Wand kommt sowieso später mal weg. Eins. Zwei. Drei. So, nach dem guten Alu, platzierbar Lager, kommt das gute Kobalt. Naja, gut. Das Kobalt. Wir haben noch immer keinen Extraktor beim Kobalt. Ja. Ist natürlich nicht fein. So soll es nicht sein. So, eins. Zwei. Ich hoffe, die Abstände sind dann klein, wenn wir es dann fertig gebaut haben, wenn wir sehen. So, Kobalt. Platzierbar, Lager, nach dem guten Kobalt, das alte Blei. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und da haben wir so, das gute Blei, 1, 2 und 3. So, platzierbar, Lager, da haben wir Stahl, das drehen wir um, hier, da könnten wir so machen, 1, 2, 3, so, da könnten wir jetzt auf wild Nägel reintun, ein paar Nägel haben wir ja noch. So, und dann würde ich auch sagen, schauen wir, dass wir möglichst rasch an Holz kommen, währenddessen einschmelzen und so weiter und so fort. So, da haben wir den. Da haben wir den. Da liegen auch ein paar drin. Ach, wir brauchen unbedingt Erste-Hilfe-Zeug. Ist das da drin? Nö, da drin? Nö. Da? Nö, da? Nö. Das ist drüben. Nö. Ist das da? Ja, yeah. So. Einmal Kohle. Rein mit ihm. Burn Baby. Da ist offen, da ist auch, nein, da ist nicht offen. Wir holen uns eine Wagenladung. Ja, wir müssen das Projekt Lager einfach angehen. Es hilft nichts, es muss sein. Oh, dieser Vogel muss auch weg. Der hat uns echt fertig gemacht, der Typ. Wahnsinn. Der Dicke. Und wie viele auch von denen kommen. So, das verteilen wir gleich. Holen noch eine Wagenladung. Und das Krokodil liegt noch immer rum. Echt ein faules Krokodil. So. Da warten wir gleich, legen die nächste Ladung auf und holen schon wieder eine Wagenladung. Holz. Ich sehe ja schon... So im Hintergrund Bewegung gesehen, haben wir gedacht, ah, da geht er wieder, hat Spaß bei einem kleinen Spaziergang mit Freunden.
Ich weiß, wir sollten in die Dörfer, aber es ist echt viel Zeit gleich zu tun im Moment. Na klar, na klar. Warum auch nicht? Und wir haben keinen Bogen. Ich hätte ihn so gern angeschossen. Ein bisschen angeschossen. Ja. Kann man da jetzt rein? Nö, wahrscheinlich nicht. Nein, geht nicht. Oh, oh, schrecklich. Wow. Wahnsinn, wenn der so durchschlägt. Der grabbt so richtig. Den Schrauben. Früher war der Loot besser. So. Oh, Biomüll. Super. So, und da hinten müsste doch auch noch einer gestorben sein. Gestorben. Na. So. Schauen wir mal. Da sind auch welche durchgelaufen. Ich habe drei Brettchen. Keine Brettchen da. Den Holzzaun bitte noch nicht kaputt machen. Den hätte ich noch gerne ein bisschen länger. Mein Lieblingsholzzaun. So. Passt so. Dann würde ich sagen, trotzdem, wir füllen noch den Wagen an. Also füllen noch den Wagen an, bauen hier Holz draus. Was ist das da? Holzbretter. Und nein mit uns. So, viel ist nicht mehr da. Das passt. Wir räumen kurz mal weg. Okay, da könnte man auch schon wieder was reintun. Bäm, da ist es drin. So, Schräubchen werfen wir weg. Schräubchen, Schräubchen, die schlicht mal zusammen. Yeah. Dann haben wir hier. Nö, aber hier, ja. Oh, ich sehe schon Gespenster. Gespenster. Tatsächlich, überall Gespenster. So, das packen wir mal da nach unten. Dann haben wir hier, ist hier Öl. Ne? Ah, hier, ne? Da ist auch kein Öl. Pass auf, wir packen das Öl da rein. Super. So, das kommt da rein. Dann haben wir hier, die nehmen wir mal raus. Auch die. So, und dann machen wir uns mal Nägel, damit wir da oben im Lager weiterkommen. Zeitgleich versuchen wir dann, die Zäune auszutauschen. Langes Projekt hier. Also langes Projekt, das Projekt, das wäre ja, viel, viel, viel. Aber das kennen wir ja. Es gibt immer was zu tun. So. Super. So, wie sieht's aus mit Biomüll? Ganz toll sieht's aus mit Biomüll. So, haben wir uns gleich ein bisschen. Weil die Steinversorgung muss ja ebenfalls sichergestellt sein. So. Gleich mal so die rohe Zwiebel gegessen. So. Ja. Damit wir auch da noch länger Freude haben. Ist da oben an. Dann hier. Strom an. Und hier, da ist eh alles drin. Super. Okay, und hier. Bam. Sehr schön. Oh ja, das wird, das wird. So, alles da rein. Yeah. Die Federn können wir jetzt auch da wegpacken. So, von denen brauchen wir im Moment noch nicht mehr. Wir schauen mal hier nach Nägeln.
So, weil dann können wir da oben nämlich weiterbauen. Und als nächstes das Thema Zaun angehen. Ja, wir müssen irgendwie, möchte ich gerne, alles parallel machen. Schwierig, schwierig, meine Lieben, schwierig. So. Man kann auch umständlich rumlaufen, das geht natürlich auch. So, sehr schön. Wunderbar. So, jetzt fehlen ein paar Brettchen. Ein paar Brettchen. So, und einmal noch eher. Ja, ja. Wir holen die nächste Ladung. Oh, schön. Jetzt geht's wieder. Der Überfall des Dicken hat mich etwas aus der Bahn geworfen. Noch einen schönen. Oh, da hinten ist Gorke. Abenteuer Gorke. Zwiebel. Jetzt zurückkommen ist der nächste da. Nö, diesmal nicht. Diesmal nicht, meine Lieben. So. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Hat er sich daher gehangen? Ja. Bald ist das da umgebaut. Bald ist es umgebaut. So. Moment. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Yippie-pura. So, raus damit. Da ist gar nichts drin. Super. So, er mit ihm, ihm. Und neue Steinchen, Reinchen. So, damit wir dann nämlich mit dem Zaun weitermachen können, während wir oben auch parallel schon ein wenig mehr am Lager tun. Viel, 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 viel zu tun. Wir kommen gar nicht dazu, die Dörfer zu erforschen. Wahnsinn. So. Kriegen wir schon noch hin, aber schwieriges Projekt. Schöne Herausforderung, muss ich sagen. So. Nein, Bretter wollen wir mitnehmen. Wir könnten natürlich auch den Brettchenständer mit draufnehmen. Boah, das wäre möglich. So zum Beispiel. Sehr schön. Den ganzen Brettchen stehen draufgebracht und schon ist alles wieder leer. So, und bald sind wir's, bald sind wir's. Ich möchte die, von jeder Sorte ein Regal, Lagerregal haben. Das ist mal wichtig. Ja. So, damit wir schon oben was aus. Bringen, auflegen, einschlichten können. Na, 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 na. Haben wir überhaupt noch Platz? So, dann hört nämlich auch das Chaos da unten auf mit dem überall liegen irgendwie irgendwelche Barren in irgendwelchen Kisten rum. Das haben wir dann auch zumindest mal für den Anfang erledigt.
Ja, gute Sache. So, da oben sind wir es ja gleich. Wir schauen gleich noch wegen Steinchen schmelzen. Nein, falsch. So, da. Werfen da noch eins rein. Wir brauchen sowieso viel. So, da machen wir den hier. Da werfen wir auch hier noch eins rein. Alles nehmen. Yeah. Und hier im letzten. Ah, und eines rein. Und alles nehmen. Yeah. So, Borke. Das hier. Das kommt da rein. So, wir haben das. Oh, ich freue mich schon, wenn wir die Zäune aufgezogen haben. Ja, ich weiß, viel Arbeit, viel Arbeit liegt vor uns. Aber wir wollen es ja dann schön haben. Mit vielen Zäunen, Maschendrahtzaun und so. Ja, ja. Ja, ja. So, dann haben wir hier. Na, 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 na. Sehr schön. So, Fragments wieder rein. So soll es sein. So, dann haben wir hier. So, laufen rauf. Es ist eh Sommer. Oh, da waren wir schon. Dann haben wir hier. Dann haben wir heute zumindest von jeder Sorte ein Regal fertig. So mein Ziel. So. Oh, drei noch. Das ist aber gar nicht mehr so viel. Das ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. So, da haben wir da, da, da. Dann die zwei noch hier rein. Auf da rein. So, nein. Jetzt holen wir uns noch eine Wagenladung. Ich will nicht der Dicke ist nicht da sagen, weil sonst verschreie ich es wieder. Und dann kommt der Dicke. Und wer will den schon? So. Und die anderen Wimpys wollen den, nehme ich an. So, Blick auf die Uhr. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Aber ich möchte die Regale noch fertig haben. Deswegen, das machen wir noch. Das machen wir noch. Möge der Dicke nicht mitten in der Nacht kommen. Das wäre unangenehm. Yeah. So. Ah, da haben wir noch viele Nägel. Naja, ein paar sind noch da. So, dann haben wir nämlich alle Nägel da reingewurstet. Yeah. Super. Nägel verbraucht. Bam. So, jetzt holen wir uns noch die Waren. Die da so oben liegt. Alle die. Moment. Das ist so. Wir haben wieder den Steinhammer hier. Sag mal. So, und was ist mit dem Wicken jetzt? Wenn es der tot beißt. Einfach mal anstechen. Hä? Kann man den outrunnen? Da ist er. Hey. Hey. Nein!
mal, du Psycho! Dreht sich um, gibt uns eine Schelle, tot. Tot, einfach tot. Das ist nicht okay. Wow. Ich brauche Ausdauer, bitte. Was mit dem Tor? Was geschieht hier? Puff. Weckerer. Da ist er wieder. Puff. Weckerer. Was? This boy is magic. Okay. Was? Wo? Der Bosenigel. Das gibt's ja nicht. Aber das war interessant mit dem Tor. Sehr interessant. Könnte man eventuell nutzen. Auf ans Schleifrad. So. Interessant mit dem Tor. Interessant. Ein Bärchen. Okay. So. Wir haben das Lager fertig. Fertig. Da würde ich sagen, nehmen wir das alles mal rauf. Yeah. Da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts drin. Oh, ein Bär, ein Bär, ein Bär. Ich hätte ihn so gern. Als Ausstellungsstück. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Oh, der Bär, der Bär. Ja, andererseits, wir haben keine Zeit mehr für den Bär, meine Lieben. Das war aber sehr interessant jetzt. Mit dem Dicken. Sehr, sehr interessant. Wir bringen mal rauf, was wir haben an Ressourcen. So, da rein. Hier. Da waren keine mehr. Da auch nicht. Da haben wir drei Stahlbarren. Und ein bisschen Bleibarren. Die Bleibarren. So. Später wird es besser aussehen. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns morgen wieder um 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.